Apple hat neben den neuen iPhones auch ein neues iPad vorgestellt, aber nicht etwa ein iPad Pro, sondern das Einstiegs-iPad, welches man bereits für 379 Euro kaufen kann und was trotzdem alles bieten soll, was man von einem iPad so braucht. Und genau dieses iPad möchte ich heute gemeinsam mit euch auspacken, denn es gibt doch einige neue spannende Funktionen. Und welche das sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Genau genommen handelt es sich hierbei um das iPad der siebten Generation. Hier auf der Vorderseite gibt es auch eine Seitenansicht direkt davon und anders als bei den ganzen anderen Apple-Verpackungen hat man hier noch eine Folie, die man auch mit dem Messer aufmachen kann, aber darauf bin ich natürlich auch vorbereitet. Und dementsprechend nehmen wir jetzt mal hier die Folie ab und öffnen dann den Karton, was erstaunlich leicht ging, okay. Und dann strahlt uns auch direkt hier das iPad entgegen, welches ich aber natürlich auch erst einmal zur Seite lege, denn auch den Lieferumfang, den gucken wir uns natürlich an, auch wenn der tatsächlich gar nicht so spektakulär ist. Wir haben hier einfach ein Lightning auf USB-Kabel, natürlich das Netzteil, welches dementsprechend dann auch nur einen USB-A-Anschluss hat und eine Leistung von 10 Watt. Ach, und nicht zu vergessen natürlich die Apple-Sticker. Die sich hier drin befinden, die dürfen natürlich auch nicht fehlen, aber mehr befindet sich tatsächlich nicht im Lieferumfang und dementsprechend kommen wir jetzt mal zum iPad. Das iPad ist auch noch in einer Folie angepackt, die wir auch einmal entfernen. Immer wieder ein tolles Geräusch beim Produkt auspacken. Das erste, was zu erwähnen ist, dass diese Aluminiumrückseite jetzt zu 100% aus recyceltem Aluminium besteht. Das war vorher bei Apple nicht der Fall. Jetzt wird auch hier sozusagen ein bisschen mehr auf die Umwelt geachtet. Und ansonsten hat sich auch von den Abmessungen bei dem iPad gar nicht wirklich was getan. Allerdings ist das Display jetzt größer geworden. Der Vorgänger, das iPad der sechsten Generation, hatte nämlich noch ein 9,7 Zoll großes Display. Und dieses Display ist jetzt mit 10,2 Zoll ein bisschen größer. Und ich glaube, ich muss niemandem von euch erklären, was an einem größeren Display so cool ist. Zumal gerade beim iPad natürlich viel auf Webseiten gesurft wird, Videos geguckt werden und so und vielleicht auch irgendwie in Word-Dokumenten oder Pages-Dokumenten geschrieben wird. Und da bietet sich ein großes Display natürlich an. Und wenn man sich dann die Displayfront einmal anschaut, sieht man, dass es sich hierbei nicht um das neue randlose Design handelt, sondern eben das ältere iPad-Design, wo man unten noch den Touch-ID-Sensor hat. Das heißt, wir haben hier auch kein Face-ID, aber immerhin Touch-ID. Und wir haben eben oben und auch unten dickere Displayränder, als das bei den Pro-Modellen ist. Aber dafür kostet dieses iPad eben auch nur 379 Euro in der kleinsten Konfiguration. Und dafür bekommt ihr trotzdem ein schönes Retina-Display, wie gesagt, mit 10,2 Zoll. Und der einzige Unterschied, den man wirklich gut sehen kann, das ist eben, dass dieses Display nicht laminiert ist. Dadurch hat man nicht das Gefühl, dass man direkt auf den Pixeln tippt, sondern eher, dass eben eine Glasscheibe zwischen dem eigentlichen Display und dem Finger ist. Aber das sieht man auch nur, wenn man wirklich mal schräg auf das Gerät guckt. Aber das war früher ohnehin bei den iPads auch so. Das heißt, das ist jetzt auch nicht schlechter, als es bei alten iPads der Fall war, sondern die neuen Pro-Modelle, die sind nur einfach nochmal ein Stück besser. Passend zum iPad gibt es aber natürlich auch einiges an Zubehör. Zum einen das Smart Keyboard. Das ist jetzt neu, denn das iPad hat jetzt erstmalig auch den Smart Connector, den man bisher nur von dem iPad Pro und auch dem iPad Air kennt. Und jetzt kann man dementsprechend auch hier bei dem günstigen iPad eine Tastatur verbinden, was natürlich ziemlich praktisch ist, wenn man beispielsweise in der Uni oder in der Schule mit dem iPad seine Mitschriften machen möchte, weil das dann auf Dauer doch deutlich angenehmer ist, als wenn man durchgehend auf dem Display rumtippt. Und das ist sozusagen mit eine der größten Neuerungen jetzt von dem iPad, dass ihr hier eben an der Seite den Smart Connector habt. Und an diesen Smart Connector könnt ihr ganz einfach das Smart Keyboard sozusagen connecten und dann könnt ihr das so aufhalten. Hier ist noch eine Schutzfolie und dann könnt ihr das iPad hier reinklemmen. Und das Gute ist, dass die Tastatur durch das größere Display jetzt auch ein größeres Layout hat und somit von den Tastenabständen her
wie eine normale Tastatur ist und man da nicht irgendwie total zusammengekrampft arbeiten muss. Das heißt, das Tippgefühl, das ist auf jeden Fall angenehm. Gleichzeitig hat es auch noch den Vorteil, dass natürlich das Display geschützt ist und ihr dann, wenn ihr das iPad so mittransportiert, was übrigens ultra kompakt ist, das heißt, das kann man easy mal so mitnehmen, man hat eine vollwertige Tastatur dabei. Das wiegt nicht so viel wie ein iPad Pro, welches ein größeres Display hat, aber dann natürlich dementsprechend auch ein höheres Gewicht. Das ist einfach super entspannt, um das mal im Rucksack mit dabei zu haben. Und wer möchte, der kann sich dazu auch noch den Apple Pencil kaufen. Das ist zwar im Grunde genommen der Apple Pencil der ersten Generation, also der, den ihr noch über den Lightning Port mit dem iPad aufladen müsst, aber der bietet eben trotzdem die ganzen Funktionen, die den Apple Pencil ausmachen, dass ihr eben ein richtig gutes Mal- oder auch Schreibgefühl habt auf dem Display, dass sich das Ganze eben so anfühlt, als würdet ihr wirklich auf einem Blatt Papier mit einem Stift arbeiten. Und das ist eben die Besonderheit vom Apple Pencil und die habt ihr hier natürlich auch. Und dann ist dann noch die Software und mit iPadOS hat sich wirklich einiges geändert. Das ist jetzt ja frisch sozusagen für alle Nutzer erhältlich und bietet viele neue Funktionen, mit denen das iPad tatsächlich einen Computer vollwertig ersetzen kann. Ihr habt jetzt auch einen vollwertigen Dateimanager, mit dem ihr auch Downloads verwalten könnt. Ihr könnt externe Festplatten, USB-Sticks und auch SD-Karten anschließen. Hier bei dem iPad braucht ihr dafür dann natürlich den passenden Lightning-Anschluss an dem jeweiligen externen Gerät, aber das geht. Ihr könnt jetzt vollwertig mit Dateien arbeiten. Ihr könnt Downloads aus Safari ausführen und ihr habt eben auch ein verbessertes Multitasking. Und das alles sind Funktionen, die hat auch das iPad Pro. Aber ihr bekommt all diese Funktionen eben trotzdem auch hier bei diesem 379 Euro Einstiegs-iPad. Aber viel mehr möchte ich euch in diesem Unboxing über das Gerät noch gar nicht sagen, weil ich es selber erstmal testen muss. Das heißt, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!